meine Stimme ist weg. Willkommen zu einem neuen Vlogmas-Tag. Ich mache mich gerade fertig. Ich habe mich gerade schon ein bisschen geschminkt. Ich werde in einer halben Stunde ungefähr losgehen. Aber ich wollte noch mal kurz meine Haare ein bisschen machen. Ich glaube, ich glätte da kurz noch ein bisschen drüber. Ich weiß, sie sind eigentlich relativ glatt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich sie glätte, fallen sie über den Tag auch schöner. Und sonst verzotteln sie sich irgendwie krasser. Keine Ahnung. Mir ist irgendwie kalt heute Morgen, weil ich so müde bin. Obwohl ich gestern extra früher schlafen gegangen bin, hätte ich euch ja auch gesagt, dass ich eigentlich nur noch zu Ende geschnitten habe und dann schlafen gegangen bin, obwohl ich dann auch letzten Endes nur eine Stunde früher geschlafen habe als der Tag davor, wo ich so müde war. Aber nicht so schlimm, denn morgen habe ich ja frei. Morgen muss ich nicht so früh aufstehen, weil ich gar keine Uni habe. Ich gehe da eigentlich immer nur so ganz grob irgendwie drüber. Und ich weiß, es ist mir nicht wichtig, dass es so extrem perfekt glatt ist. Aber man sieht schon Unterschied. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht doch eigentlich schon gleich ein bisschen besser aus. Hat nur 2 Minuten gedauert. So, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Schauen wir mal bei dem Porridge Adventskalender vorbei. Heute machen wir Testanlauf Nummer 2. Heute habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Deshalb kann ich heute ganz gut mir ein Porridge machen, anstatt nur ein Müsli zu essen. Und das ist Mohnvanille. Ich glaube, das wird Nils besser schmecken als mir. Also werde ich mal gucken, was bei 5 drin ist. Und dann nehme ich jetzt das hier, Himbeer, Kokoskirsch und tu ihm hier zu 5 für morgen Vanillemohn rein. Genau, und das machen wir uns jetzt mal. Also ich sag euch jetzt mal meine Vermutung. Und zwar, als ich das erste Mal das Porridge gemacht habe, hat es ja ganz gut geklappt. Und vorgestern war das, glaube ich, habe ich ja versucht, nochmal Porridge zu machen. Und das Einzige, was ich anders gemacht habe, war beim ersten Mal habe ich verpeilt, dass hier so ein Milchstrich ist und dass man sich daran orientieren kann und habe das einfach genau abgemessen, die Milch. Und beim zweiten Mal habe ich auf diesen Strich geachtet und vielleicht war das das, was irgendwie schiefgelaufen ist, aber ich werde es diesmal wieder abmessen. Ich habe schon das Gefühl, dass es letztes Mal weniger war. Vielleicht war es das. Man sieht auch, es geht auf jeden Fall über den Milchstrich hinaus, wenn man es abmisst. Ich frage mich gerade, ob ich noch Zeit für einen Kaffee habe. Ich muss mal mein Handy finden und gucken, wie spät es ist. Ich habe noch 20 Minuten, bis ich los muss. Ich glaube, ich esse lieber nur das Porridge und trinke Kaffee, wenn ich nach Hause komme. Heute auch allgemeine Psychologie, darauf freue ich mich. Das ist eigentlich immer recht spannend und da geht die Zeit auch relativ schnell vorbei dann. Ja, und eigentlich muss ich ja auch nicht mehr großartig viel machen, bevor es losgeht zur Uni. Ich muss sagen, das morgens Vloggen vor der Uni macht mich irgendwie wach, was sehr gut ist. Weil ich in letzter Zeit doch oft relativ müde bin und aufwache und mir so die Augen aufziehen muss, was ich normalerweise nicht muss, weil ich eigentlich ja echt ein Morgenmensch bin. Irgendwie habe ich jetzt doch ein bisschen zu lange entspannt mein Porridge gegessen. Ich nehme jetzt nochmal schnell 2 Mandarinen mit. Das mache ich momentan jeden Tag. Und dann geht's jetzt auf zur Uni. Ich bin von der Uni wieder da und habe mich direkt dran gemacht, ein Foto zu machen. Dafür war hier gerade das Setting auf dem Boden aufgebaut und das habe ich jetzt gerade wieder abgebaut. Eine alte Freundin von mir kommt nämlich gleich vorbei zum Kaffee trinken. Nils ist gerade nebenbei, vielleicht hört ihr es ja, im Hintergrund am Saugen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen hier so wegräumen, das so auf dem Sofa rumliegt. Und dann mit Kaffee getrunken. Darauf freue ich mich übrigens schon den ganzen Tag. So, meine Freundin ist jetzt schon wieder weg. Wir haben Kaffee getrunken und es ist irgendwie schon fast, jetzt wird jetzt schon wieder dunkel draußen gefühlt. Der Baum ist aber erleuchtet, also alles super. Ich mache nochmal eben mit euch die Adventskalender auf. Das hatte ich euch ja noch versprochen. Das haben wir heute Morgen nicht so ganz geschafft irgendwie. So, Glossy Box. Wo haben wir die? 4 ist heute, ne? 4. Hier. So, hier haben wir. Oh, das sieht hübsch aus. Ist irgendwas Rosé-Goldenes von Love. Ach, das ist ein Lippenstift. Dann schauen wir mal Amazon. Da haben wir hier die 4. Hier haben wir einen kleinen Nagellack. Nail and Cuticle Oil Care. Oh, es klingelt. So, die anderen beiden hatten wir, glaube ich, schon aufgemacht, ne? Müsli und Porridge haben wir, glaube ich, schon aufgemacht. Auf jeden Fall ist hier in der 4 nichts drin. Und da glaube ich auch nicht. Heute Morgen habe ich ja das Porridge gegessen aus der 4. Ja, genau. Es hat übrigens gerade nochmal geklingelt und es ist ein Paket angekommen und es sieht total cool aus. Und zwar ist das dieses hier. Das hat einfach, Leute, das hat einfach schon geleuchtet, als es ankam. Also ich habe das Paket aufgemacht und es hat geleuchtet. Das Teil sieht ja immer mega geil aus. Freiöl, mega lieb. Hier ist ein Lippenbalsam drin. Und einmal so ein Gesichtsöl, glaube ich. Richtig geil. Und diese Schokolade am Stick-Dinger drin. Ich glaube, das sind die, die man so in heiße Milch macht. Und dann ist es so Kakao, aber ich liebe die. Ich habe jetzt ein bisschen Wäsche einräumen, wie ihr gesehen habt, weil wir gerade auch wieder Wäsche waschen und den Wäschekorb, der war noch voll mit gewaschener Wäsche. Die habe ich jetzt eingeräumt größtenteils, damit ich wieder neue Wäsche waschen kann. Und jetzt mache ich mich daran, diesen Haufen hier zu verkleinern. Okay, die 2 großen habe ich hier einfach so auseinander, also so platt gefaltet und da habe ich alles
andere reingekriegt. Boah, hab ich aber ordentlich gequetscht. Ich glaube, ich werde sogar gleich noch ein bisschen weiter aufräumen. Das ist ein richtiger Aufräumen-Vlog heute. Ich nehme euch dann auch mit. Wir sind noch die ganze Zeit am Wäsche waschen. Vor allem unser Schlafzimmer sieht aber momentan echt schlimm aus, weil überall Wäsche rumliegt, die gewaschen werden muss. Leute, tut mir leid, dass gerade alles so laut ist. Ich will nur mal kurz sagen, Mila hat sich gerade zu mir gesellt zum Kuscheln. Meine Kamera und die Fernbedienung liegen da hinten auf dem Tisch und ich komme nicht ran. Und ich muss jetzt hier chillen, weil sie so süß bei mir liegt und ich will nicht sie wegscheuchen. Ne? Deshalb gerade kurz einen Clip mit dem Handy. Ich will immer nicht weggehen, wenn sie sich zu mir legt. Sie hat manchmal immer so ihre Kuschelphasen, da kommt sie gar nicht klar, wenn man sie dann nicht kuschelt. Ich glaube, gerade hat sie so eine. Ne? Ich hoffe, der Ton ist nicht so schlecht mit dem Handy aufgenommen. Ich habe mir auf jeden Fall gerade zum ersten Mal dieses Jahr einen Kakao gemacht. Ich hatte die ganze Zeit eigentlich schon mega Bock drauf, aber hatte nie Kakao da. Und dachte mir, dass der Fernseher ganz so laut ist, ich würde es leiser machen, wenn ich die Fernbedienung hier hätte. Aber sie ist so süß, ich will sie nicht verscheuchen. Ich habe sie von meinem Schoß abgesetzt und hier hingelegt. Und jetzt sitzt sie da und guckt so ein auf den... Was fällt dir eigentlich ein? Was fällt dir eigentlich ein, mich einfach abzusetzen? Ich lege mich jetzt wieder genau dahin, wo wir gerade saßen. Ohne dich. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht versetzen, aber ich muss aufräumen. Oh, du bist so süß. Poco ist natürlich auch süß as always hier am Liegen. Oh, ja, streck die nur ein bisschen mehr aus. So, ich habe beschlossen, es geht los mit dem Aufräumen. Es muss aufgeräumt werden. Und da das ja ein Aufräumblock ist, müssen wir auch aufräumen. Ich nehme jetzt hier mein iPad mit in die Küche, stell mir das hier hin, mach mir Grey's Anatomy an. Und dann wird das hier beseitigt. Ach ja, bevor wir anfangen, Videofrage des Tages quasi an euch. Was schenkt ihr euren Vätern zu Weihnachten? Ich brauche nämlich unbedingt Inspiration. Ich finde das so schwer. Für meine Mutter fallen mir immer tausend Dinge ein. Und für meinen Papa ist es einfach so schwer, was zu finden, was ihm wirklich gefallen würde. Und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Inspiration liefern. Ich brauche eure Hilfe. Ich meine es ernst. Ich brauche Hilfe, wirklich. Bitte kommentiert mir, was ihr eurem Vater schenkt. Okay, ich schäme mich fast ein bisschen, aber dieses Zimmer muss dringend aufgeräumt werden. Dringend. So, das kann sich schon mal ein bisschen besser sehen lassen. Wir fahren ja bald zu Ikea, da werden sich dann diese, für diese Sachen, die in den Boxen sind, Plätze finden. Und ich muss auf jeden Fall auch noch einen Platz finden für den Topper, den wir jetzt momentan ja nicht benutzen, weil wir den ja gewechselt haben. Bloß wir wissen irgendwie nicht, wohin damit, wie wir den zusammenbinden können, ob wir den in den Keller tun oder verkaufen. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir da momentan ein bisschen überfordert. Und Wäsche waschen muss ich auf jeden Fall morgen auch noch weitermachen, weil unser Wäschekorb ist A, einfach viel zu klein und B, ja, ist einfach schon wieder viel zu viel Wäsche drin. Und jetzt muss ich noch irgendwie einen Platz finden für diese ganzen Kartons, die sich jetzt wieder neu ergeben haben beim Aufräumen. Ich habe alles in diese beiden Kisten gekriegt. Auch noch mit Sachen, die da hinten noch drin waren. Also das ist die Kiste, die ich vorhin schon gemacht hatte, da hinten in dem Raum. Und hier habe ich noch alles andere reingekriegt. Jetzt habe ich nur noch diese beiden großen Pappen da. Die versuche ich, glaube ich, auch einfach mal so geklappt runterzustellen. Oder halt bei meinen Eltern dann mitzugeben, weil die halt eine große Papiertonne haben und das da funktioniert. Bei uns nehmen die mal irgendwie nicht so gut mit. Und jetzt bringe ich das runter, damit wir das endlich los sind. So, Wohnzimmer-Update. Da hinten stehen halt noch ein paar Kisten, aber die können wir momentan noch nicht wegtun, weil wir die noch brauchen und da hinten ist gerade der beste Platz dafür. So sieht es hier aus. Ich habe auch gerade nochmal hier gesaugt. Da liegen halt noch die Verlosungssachen. Sieht ein bisschen unordentlich aus, aber denkt dran, schaut jetzt auf Instagram vorbei. Die Verlosung geht noch. Die ist heute, also für euch gestern, online gekommen. Und da bekommt ihr ganz, 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 ganz viele tolle Produkte. Nicht nur die, noch andere. So, Schlafzimmer ist, wie gesagt, auch einigermaßen ansehnlich. Allerdings will ich dieses Ganze, das hier ist alles ein bisschen zu voll für mich. Das will ich alles in meinem Make-up aussortieren Video machen. Genau, deshalb lasse ich mir das erstmal, damit ich in dem Video was zu tun habe. Dann habe ich hier den Tisch auf dem Flur noch ein bisschen freier geräumt. Dann mache ich gleich noch ein bisschen weiter. Sieht noch ein bisschen ganz dezent unordentlich aus, aber ich werde das gleich noch ein bisschen umräumen. So, das Badezimmer ist auch mega sauber.
Das ist aber Nils geschuldet, zugegebenermaßen. Also er hat vorhin das Badezimmer sauber gemacht. Das da habe ich übrigens neu gekauft. Das ist heute angekommen. Übrigens, Fun Fact. Ich saß heute in der Uni und habe mir überlegt, dass ich so ein Teil haben möchte. Auch für ein Foto, was ich geplant habe. Und dann habe ich es auf Amazon bestellt und ich konnte kostenlos Same Day Delivery auswählen. Und ich sage euch, ich habe das nicht irgendwie um 8 Uhr morgens bestellt, sondern das war schon so 11 oder so. Vielleicht sogar noch später. Und es sagte, es kommt am gleichen Tag noch an und es ist heute sogar um 18 Uhr gekommen. Es hat nur ein paar Stunden gebraucht. Wie verrückt ist das, dass man mittlerweile Sachen bestellen kann, die am gleichen Tag noch geliefert werden? Das ist so crazy. Ja, auf jeden Fall habe ich mir hier so ein Teil bestellt, das man so über die Badewanne quasi rüber tun kann. Da kann man so Sachen draufstellen, so ein Glas zu trinken, sein Handy. Und man könnte ein Buch drauflegen. Ja, sowas halt. Genau, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich bade ja auch ganz gerne, deshalb dachte ich, ist das ganz cool. Und ich habe eine richtig coole Fotoidee damit. Ich hoffe, das haut so hin, wie ich mir das vorstelle. Ja, und der Raum hier hinten, der wird für euch noch total unordentlich wirken. Aber der ist immer vollgestellt bei uns. Das ist echt richtig schlimm. Wir haben hier so viele Sachen stehen, aber der war so voll, dass man hier gar nicht reingehen konnte, weil hier der ganze Papiermüll war. Wir wollen nämlich eigentlich an dieser kompletten Wand irgendwie Stauraum anbauen. Wir wissen aber noch nicht genau, was wir da hin wollen und wie das am schlauesten wäre, sodass man halt mal die ganzen Sachen, die hier immer in diesen Raum gestellt werden, irgendwo hinsortieren kann, damit der Raum nicht immer so unordentlich aussieht. Vielleicht, wenn ihr da Ideen habt oder auch ein ähnliches Problem hattet, sagt uns das gerne mal. Die Küche sieht auch gut aus, der Geschirrspüler ist fertig, den kann ich ja morgen früh ausräumen. So, ich habe mir gerade mal kurz meinen Planer zur Hand genommen und meinen Tag morgen geplant. Ich habe ja morgen keine Uni und deshalb habe ich mir morgen einiges vorgenommen zu schaffen, weil ich ja am Donnerstag zum Beispiel gar nichts schaffen werde, weil ich den ganzen Tag in der Uni bin und dann abends noch eine Weihnachtsfeier habe. Aber ich werde euch ja morgen auch wieder mitnehmen, also werdet ihr das dann ja sehen, wie das läuft. Ich finde immer, es ist so ein geiles Gefühl, wenn man so geputzt und aufgeräumt hat. Vor allem, wenn man es ewig aufgeschoben hat. Allgemein ist es, finde ich, ein geiles Gefühl, was zu machen, was man ewig aufgeschoben hat und es dann endlich gemacht zu haben. Ich werde jetzt noch ein bisschen Grey's Anatomy gucken, nebenbei ein bisschen am Laptop sein. Ich wollte mir noch ein paar Sachen angucken. Zum Beispiel will ich irgendwie eine Aufbewahrung für meinen Schmuck finden. Eine bessere Aufbewahrung, als ich jetzt gerade habe. Aber es darf nichts Offenes sein. Also was irgendwo rumbaumelt oder hängt wegen den Katzen. So, und auf geht's. Wäsche aufhängen. Langsam Zeit, dass das Make-up abkommt. Nebenbei beantworte ich die erste Frage des Tages. Ich hatte euch ja letztes Mal gesagt, sind mir Fragen stellen, sodass ich in jedem Video eine Frage von euch beantworten kann. Und die Frage von heute ist von M4R3N. Und die Frage ist, bist du momentan glücklich mit dem Studium, OSW? Die Frage fand ich ganz gut, weil ich habe ja tatsächlich, bevor ich angefangen habe zu studieren, also quasi als ich beschlossen habe zu studieren, habe ich mir total gewünscht, dass ich einen Ausgleich zu YouTube und sowas finde. Ich meine, ich liebe YouTube, versteht mich da nicht falsch. Aber dadurch, dass ich nur das gemacht habe, nicht, dass ich nicht genug zu tun hatte, aber es war einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe mich danach gesehnt, noch was anderes zu machen. Ich glaube, es lag aber auch hauptsächlich an dem Aspekt von zu Hause arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, dass von zu Hause arbeiten echt ein bisschen schwierig für mich war, weil ich einfach nicht so einen geregelten Tagesablauf hatte und ich war sehr, sehr viel zu Hause und nicht so viel unterwegs und habe auch nicht so viele Leute kennengelernt und so. Im Studium lernt man ja auch so viele Leute kennen. Also ich habe mich quasi auch wirklich echt aufs Studium gefreut. Und ich muss echt sagen, dass ich auch merke, dass es genauso eingetreten ist, wie ich gedacht hatte. Es bildet einen super guten Ausgleich. Ich habe zwar viel mehr zu tun als vorher, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich insgesamt glücklicher bin, weil es einfach ein echt guter Ausgleich ist. Ich lerne wieder neue Leute kennen. Ich habe wieder eine neue Herausforderung. Ja, also ich bin wirklich glücklich momentan. Ich schaue mal, wie das aussieht, wenn ich dann Statistik schreibe, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist jetzt schon 23 Uhr und ich werde mich jetzt echt ins Bett legen und vermutlich dort bleiben. Ne, Mila? Machen wir das jetzt? Ja, ne? Wieso du mich anguckst? Ich bin gestern tatsächlich einfach nur eingepennt. Ich konnte nicht mehr wirklich darauf warten, dass Nils nach Hause kommt, weil ich so müde war auf einen Schlag. Immer wenn ich mich ins Bett lege und anfange Serien zu gucken, werde ich so ultra müde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ne? Kuckuck. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, macht bei der Verlosung mit und schreibt mir eine neue Frage des Tages in die Kommentare, die ich dann im nächsten Vlog beantworten kann. Ja, und dann sehen wir uns morgen um 13 Uhr zum nächsten Daily Vlog. Tschüssi!